So, 1900, den muss ich aber mal schnell schlagen hier. Wie geht das nochmal? So, ne? DB5 hier. Dass er die Theorie so gut kennt, 1900, muss ein Witz sein. Zockt das hier runter? Ja, vielleicht hat er sich mal angeschaut, wer weiß. Nee, Berserken gibt es hier nicht. Er hatte H1, da, ich weiß, aber das sollte er trotzdem gewinnen für mich. Ich weiß ja, dass er das hatte, aber ich glaube, das war auch egal. Toll sieht das nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Gib mir noch ein Tempo. Und jetzt geht er doch zurück. Läufer G5 vielleicht. Dann macht er, nee, Läufer G5, ne? Okay, was ist der Plan? Ich muss mal ein bisschen mehr erzählen. Natürlich E3 nehmen. F4 ging ja nicht wegen Turm E3. Ja, ich glaube nicht, dass das schlecht ist, weil F2 hängt und ich habe die E-Linie jetzt. Und ist alles gedeckt hier, souverän. Die schwarzen Felder sind gut. Okay, ich drohe F2 zu nehmen, ne? Weil dann der Läufer, ja, er macht den. D5 ist natürlich eine Idee. Ich mache mal schnell Dame F4, um den Läufer zu attackieren. Man muss auch mal schnell spielen, nicht einfach nur. Okay. Idee Springer E6 hier, ne? Ja, das ist natürlich lästig, aber Springer E6 ist natürlich sehr gefährlich. Springer C5 natürlich, oder? Ja, greift die Dame an. Geht ganz weit weg. So. Man kann hier nehmen, ne? Turm C1, Dame D3. Na gut, C6 hängt ja auch, ne? Also so klein ist es nicht. Auf Turm C1 habe ich immer Dame D3, das ist wichtig. Vor allen Dingen habe ich mehr Zeit hier. Dann nehmen wir mal, machen wir den. Wie gesagt, Turm C1, Dame D3. Oh, Scheiße. Droht Läufer F7, König F7, Dame A7, König. Nö. Kann er nehmen, ne? Nein, ich nehme, aber ich greife den Turm an. Nehmen kann ich gar nichts. Greife den hier an. Shit, shit, shit. Jetzt hängt F7, ne? Turm B8 würde ich gerne machen. Es gibt damit D3 Springer B3, sehe ich gerade. Idee. Wenn er auf G6 nimmt. Ja, dummerweise hat er das gesehen. Es droht auch Matt hier, ne? Ja, ich kann nichts. Ich muss das Remis forcieren, ne? Der hatte 1900. Das kann doch nicht wahr sein.